Ein Schatz kommt zurück ins Kunstmuseum Basel. Femme et enfant von Pablo Picasso. Das Bild war an das Guggenheim Museum in New York ausgeliehen worden. Das Gemälde ist ein persönliches Geschenk von Pablo Picasso an die Basler Bürger. Die Basler Picasso-Sammlung kann man eigentlich nur mit der Pariser Sammlung vom Centre Pompidou oder mit der New Yorker Sammlung vom Museum of Modern Art vergleichen. Sowohl vom Umfang her als auch von der Bedeutung und wie umfassend sie sind. Wir haben wirklich von allen Epochen wichtige Werke. Und das kann nicht jede Picasso-Sammlung von sich behaupten. Femme et enfant ist kostbar. Auf dem Kunstmarkt würde das Werk heute zwischen 50 und 150 Millionen Franken einbringen. In der gleichen Preisklasse das Gemälde Les Deux Frères aus Picassos Rosa-Periode. Ebenfalls 100 bis 150 Millionen schwer. Der Arlequin Assis. Die beiden Spätwerke Le Couple und Venus et l'Amour. Irgendwo zwischen 10 und 30 Millionen. In dieser Geschichte geht es um Geld und um die wundersame Vermehrung der Picasso-Sammlung im Basler Kunstmuseum. Die Picasso-Bilder wären beinahe verkauft worden. Doch dann kam alles anders. Damals im wilden 1967, als die Welt in Aufruhr war. Vietnam. US-Flächenbombardierung gegen den Vietcong. China. Massendemos gegen den US-Imperialismus. Nahost. Sechstagekrieg der Israelis gegen die Araber. Make Love, Not War ist die Antwort der Jungen. Die Hippie-Bewegung erreicht die Schweiz. Junge Basler werden vom Picasso-Fieber gepackt und stecken damit die gesamte Bevölkerung an. Das führt zu einer denkwürdigen Abstimmung über den millionenschweren Ankauf von Picasso-Werken. Die ganze Stadt war in Aufbruchstimmung, als hätte man einen gemeinsamen Nenner gehabt. Das ist vorher nie passiert und das gab es auch nachher nie mehr. Das Basler Picasso-Wunder beginnt mit einer Tragödie. Ein Passagierflugzeug mit Ferienreisenden aus der Schweiz, aus England, Italien und Holland zerschellt auf der Insel Zypern. Guten Abend, liebe Zuschauer. Flugzeugabsturz in Nikosia. Beim Flugzeug handelt es sich um eine viermotorige Bristol Britannia mit 121 Passagieren und 9 Besatzungsmitgliedern an Bord. 126 Menschen haben den Tod gefunden. Die Unglücksmaschine gehörte der Basler Charterfluglinie Globair. Über die Unfallursache ist noch nichts Sicheres bekannt. Das war ein riesiger Schock. Ein Absturz mit so vielen Toten. So viele Tote, das ist für jedermann ein Schock. Meine Mutter ist dann auch helfen. Meine Mutter half am Flughafen mit, die Überbleibsel der Passagiere auszusortieren. Überbleibsel von diesen Passagieren aussortieren. Mein Bruder und ich wurden möglichst ferngehalten vom Geschehen. Aber das war natürlich nicht möglich. Vater Peter Stechelin ist der Hauptaktionär der Globair. Er wird zur Verantwortung gezogen. Mit der Flugzeugkatastrophe gerät die Familie Stechelin in finanzielle Not. Offenbar waren die Maschinen der Globair unterversichert. Schulden türmen sich in Millionenhöhe. Vater Stechelin braucht Geld und greift auf seine Kunstsammlung zurück. Doch die wichtigsten Werke der Sammlung Stechelin hängen als Leihgabe im Kunstmuseum Basel. Die Sammlung wird heute von Rudi Stechelin verwaltet und die wichtigsten Bilder sind noch immer im Basler Kunstmuseum. Doch das ist nicht selbstverständlich. Denn Vater Stechelin beginnt 1967, Bilder zu verkaufen. Als erstes opfert er La Berceuse von Van Gogh. Das Gemälde wird für 3,4 Millionen Franken in die USA verkauft. Weitere Bilder im Kunstmuseum sind bedroht. Von Gauguin, Cézanne, Manet, Picasso und anderen Meistern. Nach den ersten Verkäufen kam es zur Alarmstimmung in der Öffentlichkeit. Sie betrachtete diese Leihgabe quasi als öffentliches Eigentum. Das war für unsere Familie eine sehr schwierige Situation.
Als Erste empören sich Basler Künstler über den drohenden Verkauf. Kurt Pauletto war von Anfang an mit dabei bei den Bemühungen, die bedrohten Bilder für Basel zu retten. Wir wussten nicht, dass man Bilder aus einem Museum verkaufen kann. Wir dachten, die gehören uns. Wer hat die Frechheit, uns die Bilder wegzunehmen? Die gehören uns. Hinter den Kulissen beginnt Frank Fischer, die Fäden zu ziehen. Der Rechtsprofessor hat enge Beziehungen zu Banken, Industrie und Regierung. Und er ist Präsident der Basler Kunstkommission. Fischer ist befreundet mit Peter Stechelin. Er kennt den Hintergrund der Globair-Affäre im Detail. Die Bilder gehörten nicht ihm, sondern der Stechelin-Stiftung. Das ist also getrennt gesehen. Und in den Statuten der Stechelin-Stiftung stand, dass die Bilder unverkäuflich sind. Außer wenn ein direktes Familienmitglied in finanzielle Not gerät. Der Stiftungsrat stellte fest, dass Stechelin tatsächlich in finanzieller Not steckt und die Bilder verkauft werden müssen. Jetzt wird Franz Mayer aktiv. Er ist Direktor des Kunstmuseums Basel und will die Bilder für die Stadt retten. Fischer und Mayer erarbeiten ein Angebot. Stechelin soll von der Regierung 8,4 Millionen Franken erhalten für Les Deux Frères und den Arlequin Assy von Picasso. Zudem soll die Sammlung Stechelin für mindestens 15 Jahre im Basler Kunstmuseum verbleiben. Unter Druck willigt Peter Stechelin ein, die beiden Picasso dem Kanton Basel zu verkaufen. In einem Depotvertrag wird festgehalten, dass er auch die übrigen Bilder seiner Leihgabe im Museum nicht antasten darf. Für die beiden Bilder, man hatte für den Arlequin und Les Deux Frères aus Amerika ein Angebot in der Höhe von 11 bis 12 Millionen Franken erhalten. So gesehen war es ein günstiger Preis, den man Basel offeriert hat. Andererseits hoffte man, mit der Stadt wieder Frieden schließen zu können und wieder aufgenommen zu werden. Das Basler Parlament bewilligt einen Staatsbeitrag von 6 Millionen Franken für den Kauf der beiden Picasso. Die restlichen 2,4 Millionen Franken sollen von privaten Kreisen gesammelt werden. Für die Sammlung im Volk wendet sich Franz Mayer mit einem flammenden Appell an die Öffentlichkeit. Ich muss vielleicht sagen, unsere Sammlung ist eine der wichtigsten modernen Sammlungen. Wir haben eine der wichtigsten modernen Sammlungen der Welt. Die beiden Picassos sind Spitzenbilder, wirklich große Werke der abendländischen Malerei. Und diese Sammlung ihnen natürlich von entsprechender Bedeutung. Also man würde mit dem Verlust von bei einem Verlust dieser Bilder würde der modernen Sammlung ihre Substanz geraubt. Wichtig ist diese Substanz auch für die Jugend. Die Jungen sollen jederzeit vor diesen Meisterwerken des 19. und des 20. Jahrhunderts stehen können und sich selber einen Begriff machen, was moderne Kunst und Malerei bedeutet. Nicht aus Büchern, sondern direkt vor den Werken. Das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Dann der Schlag. Der Garagist Alfred Lauper lanciert ein Referendum gegen den Picasso-Kauf. Das ist so die erste Gruppierung von. Das waren erste Gruppierungen von Rechtspopulisten, die nichts mit Kunst am Hut hatten. Die betrachteten Kunst sowieso als etwas Überflüssiges. Die haben sich auch immer über Kunstkredite geärgert. Das war für die herausgeworfenes Geld. Auftrag und Künstler, das ist unnötig Geld rausgeworfen. Es besteht keine Notwendigkeit, Steuergelder für zwei Helden zu verwenden, solange es an den Wohnungen zu einem vernünftigen Preis fehlt und solange unsere alten Leute jahrelang warten müssen, bis sie einen Platz in einem Altersheim finden. Daher dieses Referendum. Damit ist der Abstimmungskampf in der Bevölkerung lanciert. Soll der Staat Millionen für Kunst ausgeben oder für Altersheime und günstige Wohnungen? Verkehrsdirektor Paul Kutzwiler ruft in einer Pressekonferenz zur Sammelaktion Bettlerfest. Der Basler Verkehrsverein will ein Bettelfest durchführen mit dem Ziel, in der Bevölkerung Geld zu sammeln für den Ankauf von zwei Picasso-Bildern. Wegen der Globair-Affäre hätten sie aus dem Basler Kunstmuseum und damit aus der Schweiz verschwinden sollen. In Basel bricht das Picasso-Fieber aus, vor allem unter den Schülern der Kunstgewerbeschule. Angefeuert von Franz Mayer und ihren Dozenten gehen sie mit Aktionen auf die Straße und verteilen Flugblätter. Mit dabei auch der Kunststudent Alex Silber und Kunststudentin Elke Beper.
Zwei Studienkolleginnen von mir hatten sogar den Auftrag, ausgerechnet am Voltaplatz Flugblätter zu verteilen und die Leute für die Sache zu gewinnen. Das war ein reines Industriequartier. Die fragten sich, warum stehen wir hier in der Eiseskälte, um für Picasso Werbung zu machen? Aber schlussendlich sind alle gekommen und das hat dann doch viel gebracht. Also das hat eben schon sehr viel gebracht, doch. Basel ist ja auch eher links. Basel war ja auch eher links damals. Das war das Merkwürdige. Die vornehmen Basler, der sogenannte Deik, hat das ausgelöst. Und das ist in die breite Bevölkerung hinuntergetropft. Das war doch allgemein so. Wir Jungen haben angefangen, uns zu wehren und begannen teilzunehmen am Geschehen. Wir richteten uns nicht mehr nach dem, was uns gesagt wurde, sondern bildeten uns unsere eigene Meinung. Picasso ist ein Zünder für Bewegungen. Picasso war ein Zünder für Bewegungen auf der Straße. Eine farbige Bewegung, die gespeist wurde von Pop und Musik. Natürlich machten wir auf Anti. Natürlich haben wir auf Anti gemacht. Buttons, ja, das ist ja, solche Buttons kannte man vorher gar noch nicht. Wir dachten, wir wollen unsere Botschaft nach außen tragen. Das waren für uns keine Buttons, sondern Protestknöpfe. Das war enorm wichtig, dass man gegen etwas protestierte, dass man eine Haltung zeigte für oder gegen etwas. So etwas war völlig neu. Dass man da eine Haltung nach außen zeigt. So wird das Bettlerfest zum kreativen Volkshappening. Verkehrsdirektor Gutzwiller geht selber auf Sammeltour. Die Fastnachtsklicke Le Arlequin vereint mit dem Basler Deik mit braven Bürgern und aufmüffigen Kunststudenten. All you need is Pablo, ist der Slogan der ersten großen Kulturdemo in der Schweiz. Kurt Wies erlebte das Bettlerfest als Leiter der Bildredaktion in der Nationalzeitung und als Fotograf. Basel hat eine Fasnachtstradition und wir sind hier in der Adventszeit. So hat man irgendwie eine Art Vorweihnachtsfasnacht hingekriegt. Vorweihnachtsfasnacht gemacht. Aus Begeisterung für Picasso. Weil man sich eben für Picasso eingesetzt hat. Aber solche Happenings gibt es immer wieder in Basel und die haben Tradition hier. Und ich habe das natürlich toll gefunden. Man hat sich richtig reingeben. Toll war, dass man sich so richtig reingeben und engagieren konnte für die Sache. Das erfasste die Jungen, weniger die alten Leute, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Denen war das alles sehr fremd. Die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, denen ist die Sache sehr fremd gewesen. Eine Stadt im kreativen Schub. Jeder findet seine eigene Form, um Geld für Picasso zu sammeln. Für die gute Sache wagen sich besonders Mutige auf das Hochrad. Auch der Kunstmuseumsdirektor Franz Mayer. Es ist so eine Aufbruchstimmung. Es herrschte eine einzigartige Aufbruchstimmung. Ich war zwar erst 12 Jahre alt, aber es stand außer Frage, da musste ich mitmachen. Es ist wie einfach so eine riesige Bewegung. Da wurde man in eine Riesenbewegung hineingezogen. Jeder wurde verantwortlich gemacht. Man musste etwas aus sich heraus produzieren, etwas realisieren und es für ein Fränkli veräußern. Und etwas zu realisieren, damit es ein Fränkli gibt. Handsignierte Bücher. Und wir gehen jetzt weiter zur Versteigerung mit Max Frisch, Die Schwierigen oder J'adore ce qui me brûle. Wir fangen an mit 20. Was bietet mir? 21. Am Abend zieht Verkehrsdirektor Gutzwiller eine erste Bilanz.
Vom Morgen am 9 Uhr bis heute oben. Seit heute Morgen um 9 bis jetzt in die Nacht war ganz Basel auf den Beinen. Jetzt warten wir noch auf Ehrengäste. Das Ganze war einfach phänomenal. Es ist phänomenal. Es ist ganz groß und wir sind überaus glücklich. Weniger glücklich war die Familie Stechelin. Von allen angefeindet, der Vater mit der Globe Air im Konkurs, die Ehe der Eltern geschieden. Wir sind dann später auf ein Internat. Mein Bruder und ich mussten aufs Internat. Mein Bruder wurde sogar von Kollegen in der Schule verprügelt. Von Kollegen. Also es war eine schwere Zeit für unsere Familie. Es war für Basel sicher eine tolle Zeit, aber für unsere Familie war es eine sehr schwere Zeit. Dies, obwohl mein Vater für die Stadt sehr viel getan hat. Er hat die Bilder nicht nur ins Museum gebracht, seine Familienstiftung hat auch den größten Beitrag geleistet, indem er auf einen erheblichen Mehrwert verzichtet hat, den er anderswo hätte erzielen können. Doch es wird weiter gerungen um die 8 Millionen. Progressive Kunstfreunde wie Peter und Iris von Rothen wehren sich gegen die Picasso-Euphorie. Die Gegnerschaft hat auch gewisse Intellektuelle. Die Gegnerschaft umfasste auch gewisse intellektuelle Kreise, vor allem Künstler. Vor allem auch Künstler, die zum Ausdruck gebracht haben. Die sagten, dass die Bilder einer vergangenen Epoche angehören und auch im Werk von Picasso zu einer vergangenen Epoche gehörten. Diese seien heute nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses. Und heute nehmen wir den Mittelpunkt vom Interesse steht. Miklós von Barta ist Sammler von konstruktiver Kunst. Nach Ansicht dieser Kunstrichtung soll Basel lieber ein progressives Museum für konkrete Schweizer Künstler bauen, statt Millionen für Picasso auszugeben. Unter den Leuten, die dagegen waren. Es gab auch eine Gruppe von Gegnern mit absolut ehrenwerten Zielen. Absolut ehrenwerte Ziele verfolgt hat. Die haben das Gefühl gehabt, dass man mit auch sehr viel weniger Geld etwas ganz Tolles. Die wollten mit wenig Geld etwas ganz Tolles kreieren, zum Beispiel ein Museum für konstruktive Kunst. Damals lebten noch viele konstruktive Künstler, die alle etwas geschenkt hätten für ein progressives Museum, das aber doch zum Untergang verdammt war. Denn das hat überhaupt niemanden interessiert. Einfacher war es, die Bürger für Picasso zu begeistern, sogar Fußballer. Quentin flankt hoch in den Strafraum hinein und 6:0, ja nein, Odermatt. Der Mittelfeldspieler Karl Odermatt und seine Mitstreiter stehen hoch in der Gunst nach ihrem historischen Schweizer Sieg gegen Rumänien. 3 Tage vor der Abstimmung gehen auch die Fußballer auf Stimmenfang. Mit einem Großinserat für Picasso. Wir wussten, das ist große Kunst und es geht um einen der weltweit berühmtesten Künstler. Wir sagten uns, wenn wir schon solche Bilder haben, dann müssen wir die auch behalten können. Wir haben uns total eingesetzt und haben gewonnen. Die Bilder sind heute noch da und das freut mich. Die Fußballer werden zum Zünglein an der Waage. 27.000 Stimmbürger stimmen gegen Picasso, 32 Stimmen für den Ankauf, eine knappe Mehrheit. Picasso verfolgt aus der Ferne mit, was in Basel passiert. Vor allem über Angela Rosengart und ihren Vater, den Kunsthändler Siegfried Rosengart. Die beiden sind seit Jahrzehnten mit Picasso eng befreundet und haben ihn immer wieder besucht. Heute leitet Angela Rosengart das Museum Sammlung Rosengart in Luzern. Mein Vater und ich waren zur Zeit des Volksfestes unten an der Côte d'Azur. Wir haben Picasso öfter besucht. Aus den Zeitungen haben wir vom Bettlerfest erfahren. Und um Picasso darüber zu berichten, sind wir mit einem Blumenstrauß und mit einer Glückwunschkarte zu ihm hinaufgefahren. Glückwünsche und Gratulationen zum Picasso gefahren. Und er hat sich wahnsinnig darüber gefreut, dass das Volk sich so einsetzt für seine Kunst. Das war ja auch etwas ganz Einmaliges. So etwas kann nur in Basel passieren. Ich sage immer, das kann nur in Basel passieren. In den 60er Jahren wohnt der alternde Künstler in diesem Landhaus im Hinterland von Nizza, abgeschieden von der Öffentlichkeit. In seinem Atelier hat Picasso die junge Angela Rosengart immer wieder porträtiert. Bereits in den 50er Jahren sitzt sie ihm das erste Mal Modell, fotografiert von ihrem Vater. Ja, das ist ein ungeheures Erlebnis gewesen. Das war ein ungeheures Erlebnis.
Man denkt sich, du sitzt da und der berühmteste Maler des 20. Jahrhunderts macht ein Porträt von dir. Das war ein erhebendes Gefühl und zugleich furchtbar anstrengend. Diese Augen aushalten, diesen Blick, da hatte man immer das Gefühl, das geht durch einen durch, das ist ein Röntgenblick. Da fühlte ich mich nachher wie ausgebrannt. Immerhin 6 Millionen für 2 Bilder, von denen ungezählte Reproduktionen existieren, das kann als Geschmackssache gelten und knapp bemessene Steuerzahler durchaus ins Harnisch bringen. Umso eindrucksvoller ist der Mehrheitsbeschluss der Basler Stimmbürger, der in der ganzen Schweiz und auch weiterum im Ausland aufhorchen lässt. Neben den Corot, den Degas, Van Gogh und Matisse der Stechelin-Sammlung kann Basel jetzt nach wie vor mit den exotischen Gauguin, mit diesem herrlichen Cézanne und nicht zuletzt mit dem klassischen Arlequin von Picasso ungezählte Generationen von Kunstliebhabern in seinen Bann ziehen. Picasso erfährt am gleichen Tag vom Ausgang der Volksabstimmung und ist begeistert. Prompt lädt er den Basler Museumsdirektor zu sich nach Frankreich ein. Der Fotograf Kurt Wies und der Journalist Bernhard Scherz hören davon und fahren nach Notre-Dame-de-Vie bei Mougins. Im Atelier treffen sie auf Franz Mayer, in tiefer Betrachtung versunken. Wir haben von Franz Mayer erfahren, dass die Bilder... Wir haben von Franz Mayer erfahren, dass Picasso die Bilder entlang der Wände hingestellt hatte und dass er nun aus diesen rund Dutzend Bildern ein einziges auswählen darf, als Beispiel für Picassos gegenwärtige Malphase. Fotografiert gegenwärtige Malphase von Picasso, wo dem Picasso gekommen ist nach etwa einer halben Stunde. Als dann Picasso nach einer halben Stunde kam, gab es eine freudige Begrüßung. Picasso hat sich sehr, sehr nett benommen. Picasso war sehr nett und hat für uns Licht eingerichtet. Hat der Franz Mayer gefragt, welches Bild er möchte. Er fragte Mayer, welches Bild er möchte. Franz Mayer konnte sich nicht entscheiden und sagte zu Picasso, er möge doch zwei Bilder nebeneinander hinstellen. So könne er, Franz Mayer, sich besser entscheiden für eines der beiden Gemälde. Entscheiden, welches von den beiden Bildern ihm am besten gefallen würde. In diesem Moment mischt sich Picassos Frau Jacqueline ein. Jacqueline Picasso hat hier eingegriffen und zu ihrem Mann. Jacqueline Picasso hat eingegriffen. Sie sagte zu ihrem Mann: Die beiden Bilder gehören doch zusammen. Willst du nicht beide zusammenschenken? Picasso sehr großzügig. Warum nicht? Und so sind durch das Nicht-Entscheiden-Können von Franz Mayer aus einem Bild schließlich zwei geworden. Zwei Bilder geworden. Er hat ja natürlich zwei Spätwerke geschenkt. Er schenkte natürlich zwei Spätwerke, weil er wusste, dass sein Spätwerk noch nicht richtig akzeptiert war. Eigentlich noch nicht so akzeptiert worden ist. Und hat dann so brachte er zu den Frühwerken, die schon angekauft waren, noch zwei Spätwerke nach Basel. Noch späte Werke ins Museum Basel bringen. Doch Picasso sorgt für eine weitere Sensation. Zusätzlich zu den beiden Spätwerken lieferte er eine Studie zu den Demoiselles d'Avignon nach Basel und obendrein das Frühwerk Homme, Femme et Enfant. Picassos Geschenk macht Schlagzeilen. Nicht nur Basel ist begeistert, sondern die ganze Schweiz. In der Villa Schönenberg bei Basel hört Kunstmäzenin Maya Sacher von Picassos Schenkung. Spontan hängt sie ihren eigenen, kubistischen Picasso von der Wand und bringt ihn ins Museum. Das Meisterwerk Le Poète aus dem Jahre 1912. Am 10. Januar 1968 kommen die neuen Picasso-Bilder in der Schweiz an. Museumsdirektor Franz Mayer.
sind doch viele von der wichtigen Jetzt sind viele der wichtigen Etappen mit Hauptbildern vertreten. Zuerst durch die Erwerbung vom Volk, dann haben wir jetzt dank Meyer Sacher auch dieses ebenso wunderbare Werk hier. Der Höhepunkt des Kubismus. Und nun die beiden großartigen Werke, die da hinter uns hängen von 1967. Aus zwei Bildern sind sieben Bilder geworden. Eine wundersame Vermehrung. Mit den Schenkungen besitzt das Kunstmuseum Basel heute eine der weltweit bedeutendsten Picasso-Sammlungen. Aus anfänglich 8,4 Millionen Franken ist heute ein Handelswert von rund einer halben Milliarde Franken entstanden. Ich glaube, das ist es so. Das war eine wirklich einmalige Sache, diese Sammelaktion von 1967. Da herrschte eine riesige Begeisterung. Heute, wo sich alles nur noch um das Geld dreht und weniger von Kunst geredet wird, wäre so etwas unmöglich. Ich habe beschlossen, ich will in Basel bleiben und hier meinen Frieden haben. Auch wenn damals nicht alles schön gelaufen ist, die Bilder sind heute immer noch oder wieder da. Also ich würde jederzeit, heute Nachmittag sofort, ich würde sofort, auch heute Nachmittag, wieder auf die Straße gehen, damit solche Werke in der Sammlung bleiben. Ich finde das absolut großartig. Es ist doch großartig, dass es möglich ist, andere Leute zu mobilisieren, um ein Kulturgut zu erhalten. Solche Kulturgüter haben uns als Jugendliche geformt. Die haben uns eine ganz bestimmte Ästhetik, ein Verständnis von Kulturen nahegebracht. Und das nur dank der Bereitschaft, sich für eine Sache einzusetzen. Er malt immer wieder den Harlekin, er malt immer andere Gesichter, aber im Prinzip ist es wie eine Ersatzfigur für sich selber. Aber er hat eine sehr vornehme Haltung. Die Picassos sind immer noch da. Dieses Wunder wurde nur möglich dank junger Menschen, die sich 1967 für Kunst begeistern ließen. Und dank eines Künstlers, der diese Begeisterung großzügig belohnte. Toll war, dass man sich so richtig reingeben und engagieren konnte für die Sache. Das erfasste die Jungen, weniger die alten Leute, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Denen war das alles sehr fremd. Die Leute, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, denen ist das auch sehr fremd gewesen. Eine Stadt im kreativen Schub. Jeder findet seine eigene Form, um Geld für Picasso zu sammeln. Für die gute Sache wagen sich besonders Mutige auf das Hochrad. Auch der Kunstmuseumsdirektor Franz Meyer. Es ist so eine Aufbruchstimmung. Es herrschte eine einzigartige Aufbruchstimmung. Ich war zwar erst 12 Jahre alt, aber es stand außer Frage, da musste ich mitmachen. Es ist wie einfach so eine riesige Bewegung. Da wurde man in eine Riesenbewegung hineingezogen. Jeder wurde verantwortlich gemacht. Man musste etwas aus sich heraus produzieren, etwas realisieren und es für ein Fränkli veräußern. Und etwas zu realisieren, damit es ein Fränkli gibt. Handsignierte Bücher. Und wir gehen jetzt weiter zur Versteigerung mit Max Frisch. Die Schwierigen oder J'adore ce qui me brûle. Wir fangen an mit 20. Wer bietet mir? 21. Am Abend zieht Verkehrsdirektor Gutzwiler eine erste Bilanz. Vom Morgen am 9 bis heute oben. Seit heute Morgen um 9 bis jetzt in die Nacht war ganz Basel auf den Beinen. Jetzt warten wir noch auf Ehrengäste. Das Ganze war einfach phänomenal. Es ist phänomenal. Es ist ganz groß gewesen und wir sind überaus glücklich.
Weniger glücklich war die Familie Stechelin. Von allen angefeindet, der Vater mit der Globe Air im Konkurs, die Ehe der Eltern geschieden. Wir sind dann später auf ein Internat. Mein Bruder und ich mussten aufs Internat. Mein Bruder wurde sogar von Kollegen in der Schule verprügelt. Von Kollegen. Also es war eine schwere Zeit für unsere Familie. Es war für Basel sicher eine tolle Zeit, aber für unsere Familie war es eine sehr schwere Zeit. Dies, obwohl mein Vater für die Stadt sehr viel getan hat. Er hat die Bilder nicht nur ins Museum gebracht, seine Familienstiftung hat auch den größten Beitrag geleistet, indem er auf einen erheblichen Mehrwert verzichtet hat, den er anderswo hätte erzielen können. Doch es wird weiter gerungen um die 8 Millionen. Progressive Kunstfreunde wie Peter und Iris von Rothen wehren sich gegen die Picasso und 1967 Bilder zu verkaufen. Als erstes Opfer der La Berceuse von Van Gogh. Das Gemälde wird für 3,4 Millionen Franken in die USA verkauft. Weitere Bilder im Kunstmuseum sind bedroht. Von Gauguin, Cézanne, Manet, Picasso und anderen Meistern. Nach den ersten Verkäufen kam es zur Alarmstimmung in der Öffentlichkeit. Sie betrachtete diese Leihgabe quasi als öffentliches Eigentum. Das war für unsere Familie eine sehr schwierige Situation. Als Erste empören sich Basler Künstler über den drohenden Verkauf. Kurt Pauletto war von Anfang an mit dabei bei den Bemühungen, die bedrohten Bilder für Basel zu retten. Wir wussten nicht, dass man Bilder aus einem Museum verkaufen kann. Wir dachten, die gehören uns. Wer hat die Frechheit, uns die Bilder wegzunehmen? Die gehören uns. Hinter den Kulissen beginnt Frank Fischer, die Fäden zu ziehen. Der Rechtsprofessor hat enge Beziehungen zu Banken, Industrie und Regierung. Und er ist Präsident der Basler Kunstkommission. Fischer ist befreundet mit Peter Stechelin. Er kennt den Hintergrund der Globe Air-Affäre im Detail. Die Bilder haben nicht ihm gehört. Die Bilder gehörten nicht ihm, sondern der Stechelin-Stiftung. Das ist also getrennt gewesen. Und in den Statuten der Stechelin-Stiftung stand, dass die Bilder unverkäuflich sind. Außer wenn ein direktes Familienmitglied in finanzielle Not gerät. Und der Stiftungsrat stellte fest, dass Stechelin tatsächlich in finanzieller Not steckt und die Bilder verkauft werden müssen. Jetzt wird Franz Mayer aktiv. Er ist Direktor des Kunstmuseums Basel und will die Bilder für die Stadt retten. Fischer und Mayer erarbeiten ein Angebot. Stechelin soll von der Regierung 8,4 Millionen Franken erhalten für Les Deux Frères und den Arlequin Assy von Picasso. Zudem soll die Sammlung Stechelin für mindestens 15 Jahre im Basler Kunstmuseum verbleiben. Unter Druck willigt Peter Stechelin ein, die beiden Picasso dem Kanton Basel zu verkaufen. In einem Depotvertrag wird festgehalten, dass er auch die übrigen Bilder seiner Leihgabe im Museum nicht antasten darf. Für die beiden Bilder, man hatte für den Arlequin und Les Deux Frères aus Amerika ein Angebot in der Höhe von 11 bis 12 Millionen Franken erhalten. So gesehen war es ein günstiger Preis, den man Basel offeriert hat. Andererseits hoffte man, mit der Stadt wieder Frieden schließen zu können und wieder aufgenommen zu werden. Das Basler Parlament bewilligt einen Staatsbeitrag von 6 Basel und will die Bilder für die Stadt retten. Fischer und Mayer erarbeiten ein Angebot. Stechelin soll von der Regierung 8,4 Millionen Franken erhalten für Les Deux Frères und den Arlequin Assy von Picasso. Zudem soll die Sammlung Stechelin für mindestens 15 Jahre im Basler Kunstmuseum verbleiben. Unter Druck willigt Peter Stechelin ein, die beiden Picasso dem Kanton Basel zu verkaufen. In einem Depotvertrag wird festgehalten, dass er auch die übrigen Bilder seiner Leihgabe im Museum nicht antasten darf. Für die beiden Bilder, man hatte für den Arlequin und Les Deux Frères aus Amerika ein Angebot in der Höhe von 11 bis 12 Millionen Franken erhalten. So gesehen war es ein günstiger Preis, den man Basel offeriert hat. Andererseits hoffte man, mit der Stadt wieder Frieden schließen zu können und wieder aufgenommen zu werden. Das Basler Parlament bewilligt einen Staatsbeitrag von 6 Millionen Franken für den Kauf der beiden Picasso. Die restlichen 2,4 Millionen Franken sollen von privaten Kreisen gesammelt werden.
Für die Sammlung im Volk wendet sich Franz Mayer mit einem flammenden Appell an die Öffentlichkeit. Ich muss vielleicht sagen, unsere Sammlung ist eine der wichtigsten modernen Sammlungen. Wir haben eine der wichtigsten modernen Sammlungen der Welt. Die beiden Picassos sind Spitzenbilder, wirklich große Werke der abendländischen Malerei. Und in der Sammlung ihnen natürlich von entsprechender Bedeutung. Also man würde mit dem Verlust von bei einem Verlust dieser Bilder würde der modernen Sammlung ihre Substanz geraubt. Wichtig ist diese Substanz auch für die Jugend. Die Jungen sollen jederzeit vor diesen Meisterwerken des 19. und des 20. Jahrhunderts stehen können und sich selber einen Begriff machen, was moderne Kunst und Malerei bedeutet. Nicht aus Büchern, sondern direkt vor den Werken. Das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Dann der Schlag. Der Garagist Alfred Lauper lanciert ein Referendum gegen den Picasso-Kauf. Das ist so die erste Gruppierung von. Das waren erste Gruppierungen von Rechtspopulisten, die nichts mit Kunst am Hut hatten. Die betrachteten Kunst sowieso als etwas Überflüssiges. Die haben sich auch immer über Kunstkredite geärgert. Das war für die herausgeworfenes Geld. Auftrag und Künstler, das ist unnötig Geld rausgeworfen. Es besteht keine Notwendigkeit, Steuergelder für zwei Helden zu verwenden, solange es an den Wohnungen zu einem vernünftigen Preis fehlt und solange unsere alten Leute jahrelang warten müssen, bis sie einen Platz in einem Altersheim finden. Daher dieses Referendum. Damit ist der Abstimmungskampf in der Bevölkerung lanciert. Soll der Staat Millionen für Kunst ausgeben oder für Altersheime und günstige Wohnungen? Verkehrsdirektor Paul Kutzwiler ruft in einer Pressekonferenz zur Sammelaktion Bettlerfest. Der Basler Verkehrsverein will ein Tropft. Ja, es ist einfach allgemein. Das war doch allgemein so. Wir Jungen haben angefangen, uns zu wehren und begannen teilzunehmen am Geschehen. Wir richteten uns nicht mehr nach dem, was uns gesagt wurde, sondern bildeten uns unsere eigene Meinung. Picasso ist ein Zünder für Bewegungen. Picasso war ein Zünder für Bewegungen auf der Straße. Eine farbige Bewegung, die gespeist wurde von Pop und Musik. Natürlich machten wir auf Anti. Natürlich haben wir auf Anti gemacht. Buttons, ja, das ist ja, solche Buttons kannte man vorher gar noch nicht. Wir dachten, wir wollen unsere Botschaft nach außen tragen. Das waren für uns keine Buttons, sondern Protestknöpfe. Das war enorm wichtig, dass man gegen etwas protestierte, dass man eine Haltung zeigte für oder gegen etwas. So etwas war völlig neu. Dass man da eine Haltung nach außen zeigt. So wird das Bettlerfest zum kreativen Volkshappening. Verkehrsdirektor Gutzwiler geht selber auf Sammeltour. Die Fastnachtsklicke Le Arlequin vereint mit dem Basler Deich mit braven Bürgern und aufmüffigen Kunststudenten. All you need is Pablo, ist der Slogan der ersten großen Kulturdemo in der Schweiz. Kurt Wies erlebte das Bettlerfest als Leiter der Bildredaktion in der Nationalzeitung und als Fotograf. Basel hat Fasnachtstradition. Basel hat eine Fasnachtstradition und wir sind hier in der Adventszeit. So hat man irgendwie eine Art Vorweihnachtsfasnacht hingekriegt. Vorweihnachtsfasnacht gemacht. Aus Begeisterung für Picasso. Weil man sich eben für Picasso eingesetzt hat. Aber so Happenings. Aber solche Happenings gibt es immer wieder in Basel und die haben Tradition hier. Tradition. Und ich habe das natürlich toll gefunden. Man hat sich richtig reingeben. Toll war, dass man sich so richtig reingeben und engagieren konnte für die Sache. Das erfasste die Jungen, weniger die alten Leute, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Denen war das alles sehr fremd. Die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, denen ist die Sache sehr fremd gewesen.
Eine Stadt im kreativen Picasso darüber zu berichten, sind wir mit einem Blumenstrauß und mit einer Glückwunschkarte zu ihm hinaufgefahren. Glückwünsche und Gratulationen zum Picasso gefahren. Und er hat sich wahnsinnig darüber gefreut, dass das Volk sich so einsetzt für seine Kunst. Das war ja auch etwas ganz Einmaliges. So etwas kann nur in Basel passieren. Ich sage immer, das kann nur in Basel passieren. In den 60er Jahren wohnt der alternde Künstler in diesem Landhaus im Hinterland von Nizza, abgeschieden von der Öffentlichkeit. In seinem Atelier hat Picasso die junge Angela Rosengart immer wieder porträtiert. Bereits in den 50er Jahren sitzt sie ihm das erste Mal Modell, fotografiert von ihrem Vater. Ja, das ist ein ungeheures Erlebnis gewesen. Das war ein ungeheures Erlebnis. Man denkt sich, du sitzt da und der berühmteste Maler des 20. Jahrhunderts macht ein Porträt von dir. Das war ein erhebendes Gefühl und zugleich furchtbar anstrengend. Diese Augen aushalten, diesen Blick, da hatte man immer das Gefühl, das geht durch einen durch, das ist ein Röntgenblick. Da fühlte ich mich nachher wie ausgebrannt. Immerhin 6 Millionen für zwei Bilder, von denen ungezählte Reproduktionen existieren, das kann als Geschmackssache gelten und knapp bemessene Steuerzahler durchaus ins Harnisch bringen. Umso eindrucksvoller ist der Mehrheitsbeschluss der Basler Stimmbürger, der in der ganzen Schweiz und auch weiterum im Ausland aufhorchen lässt. Neben den Corot, den Degas, Van Gogh und Matisse der Stechelin-Sammlung kann Basel jetzt nach wie vor mit den exotischen Gauguin, mit diesem herrlichen Cézanne und nicht zuletzt mit dem klassischen Arlequin von Picasso ungezählte Generationen von Kunstliebhabern in seinen Bann ziehen. Picasso erfährt am gleichen Tag vom Ausgang der Volksabstimmung und ist begeistert. Prompt lädt er den Basler Museumsdirektor zu sich nach Frankreich ein. Der Fotograf Kurt Wies und der Journalist Bernhard Scherz hören davon und fahren nach Notre-Dame-de-Vie bei Mougins. Im Atelier treffen sie auf Franz Mayer, in tiefer Betrachtung versunken. Wir haben von Franz Mayer erfahren, dass die Bilder... Wir haben von Franz Mayer erfahren, dass Picasso die Bilder entlang der Wände hingeschickt hat. Als Leiter der Bildredaktion in der Nationalzeitung und als Fotograf. Basel hat eine Fasnachtstradition und wir sind hier in der Adventszeit. So hat man irgendwie eine Art Vorweihnachtsfasnacht hingekriegt. Vorweihnachtsfasnacht gemacht. Aus Begeisterung für Picasso. Weil man sich eben für Picasso eingesetzt hat. Aber solche Happenings gibt es immer wieder in Basel und die haben Tradition hier. Tradition. Und ich habe das natürlich toll gefunden. Man hätte sich richtig reingeben. Toll war, dass man sich so richtig reingeben und engagieren konnte für die Sache. Das erfasste die Jungen, weniger die alten Leute, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Denen war das alles sehr fremd. Die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, denen ist die Sache sehr fremd gewesen. Eine Stadt im kreativen Schub. Jeder findet seine eigene Form, um Geld für Picasso zu sammeln. Für die gute Sache wagen sich besonders Mutige auf das Hochrad. Auch der Kunstmuseumsdirektor Franz Mayer. Ich
Es war so eine Aufbruchsstimmung. Es herrschte eine einzigartige Aufbruchsstimmung. Ich war zwar erst 12 Jahre alt, aber es stand außer Frage, da musste ich mitmachen. Es ist wie einfach so eine riesige Bewegung. Da wurde man in eine Riesenbewegung hineingezogen. Jeder wurde verantwortlich gemacht. Man musste etwas aus sich heraus produzieren, etwas realisieren und es für ein Fränkli veräußern. Und etwas zu realisieren, damit es ein Fränkli gibt. Handsignierte Bücher. Und wir gehen jetzt weiter zur Versteigerung mit Max Frisch. Die Schwierigen oder J'adore ce qui me brûle. Wir fangen an mit 20. Wer bietet mir? 21. Am Abend zieht Verkehrsdirektor Gutzwiler eine erste Bilanz. Vom Morgen am 9 bis heute oben. Seit heute Morgen um 9 bis jetzt in die Nacht war ganz Basel auf den Beinen. Jetzt warten wir noch auf Ehrengäste. Das Ganze war einfach phänomenal. Es ist phänomenal. Es ist ganz groß und wir sind überaus glücklich. Weniger glücklich war die Familie Stechelin. Von allen angefeindet, der Vater mit der Globe Air im Konkurs.